Willkommen zurück zu einer neuen Magic-Folge. Ist ja schon ein bisschen her, seit ich die letzte Folge aufgezeichnet habe. Und da dachte ich mir, machst du einfach wieder mal einen Cube Draft. Es steht nämlich hier eins auf der Startseite: Cube Draft des Bastlers. Schauen wir uns das mal an. Cube Draft des Bastlers. Im Cube Draft des Bastlers wird reine Kraft nicht ausreichen, um Erfolg zu haben. Diese Karten sind ineinandergreifende Teile, die zusammen weit mehr ausrichten können als einzeln. Ist ja meistens so. Welche Zahnräder und Vorrichtungen passen zu deinem Deck? Wenn du die richtigen Teile kombinierst, kannst du eine unglaubliche Erfindung herstellen. Genau, unglaubliche Erfindung herstellen. Um eine Liste aller Karten in diesem Format zu sehen, klicke hier. Nein, ich muss mir nicht alle anschauen. Ich habe mal kurz reingeguckt, das sind zu viele Karten. Auf jeden Fall, ich habe, denke ich mal, schon mal ein Cube Draft gespielt, habe auch mal eins gesehen. Es ist folgendermaßen, soweit ich mich erinnern kann, Cube Draft besteht aus sehr guten Karten, die man sonst halt nicht im Draft bekommt. Es sind auch Karten verschiedener Editionen, also nicht nur einer Edition, wie jetzt halt Zendikar oder was auch immer, Ravnica, sondern verschiedene Editionen, auch Editionen, die jetzt momentan nicht im Standard mit dabei sind. Das heißt, sehr interessant, du hast viele Karten und Kombinierungsmöglichkeiten, die man sonst so gar nicht hat. Es wird also vermutlich ein sehr starkes Deck werden. Eventuell. Es ist halt ein 8-Spieler-Draft mit Timer wieder. Ist halt schwierig, wenn man die Karten nicht kennt. Ich würde gerne ein paar unbekannte, also mir unbekannte Karten spielen. Jedoch kenne ich die halt nicht, muss die mir dann längere Zeit durchlesen. Deswegen könnte es knapp werden. Und ich werde mich vielleicht am Ende wieder für die Karten entscheiden, die ich kenne. Aber mal sehen. Ich hoffe nicht, dass es so endet. Ja, also ich werde es mal mit den Goldsteinen, wollte ich schon sagen, mit Gold bezahlen. 400 ist ja jetzt nicht so viel. Und ich denke, ein bisschen was werden wir schon reinholen können. 500, 1000. Oh, man bekommt ja super wenig für Siege, sehe ich jetzt gerade. Also bei 5 Siegen bekommst du dein Gold wieder rein und noch 3 zusätzliche Karten. Das ist also im Endeffekt ein Verlustgeschäft, aber darum geht es ja nicht. Es geht um den Spaß und einfach Karten zu spielen und mal sehen, wie die so funktionieren gegen die anderen Spieler. Genau, spiele weiter, bis du 3 Matches verloren hast. Gut, ich habe ein bisschen Schiss, dass wir jetzt auf Anhieb gleich alle 3 Matches verlieren, aber wir werden sehen. Ja, wie gesagt, 400 nehmen wir mal und schauen wir mal, dass wir ein vernünftiges Deck zusammenstellen. Ich freue mich. Hoffentlich spielt da auch noch jemand heute. Aha, Tisch bereit. Ups, das geht schnell. Ich bin auch bereit. Sollen wir mal am Anfang ein bisschen mehr Zeit lassen. Das sind wohl super gute Karten. Man behält sie allerdings nicht, ist klar. Du behältst sie nicht in deiner Kartenpool. Ach, die wollte ich mal spielen. Die wollte ich mal spielen. Bien, bien, bien. Die wähle ich mir mal aus. Oh Gott, so gute Karten. Oh nein, ich bin überfordert. Überforderung. Wenn die Landung der Legion ins Spiel kommt, erzeuge einen weißen Vampir-Kreatur und Spalten mit Lebensverknüpfung. Wenn du 3 oder mehr Kreaturen angreifst, transformiert die Landung der Legion. Ich verstehe sie nicht, aber ich würde sie gerne mal spielen. Das hier. Oh, der ist ja auch gut. Schreckenshorde, schlechter, habe ich schon ein paar Mal gespielt. Erhalten plus 1 plus Judith. Ist nicht schlecht. Hier wird sich natürlich Rot auf jeden Fall anbieten hier momentan. Oh, den habe ich auch öfter gespielt. Der hat mir auch immer gut gefallen. Aber ich nehme mal die Landung der Legion. Das will ich mal spielen. Ist mir egal, was die anderen spielen. Ich spiele einfach hier Landung der Legion. Also weiß, was könnten wir. Ich tippe jetzt einfach schon mal eine an. Was könnten wir noch mit reinnehmen? Ich glaube, Rot ist schon coole Sache, Landung der Legion, Vampir. In Schwarz vielleicht noch was. Länder. Homunculus. Bluff ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Falls aus deinem Deck ins Spiel kommt, ist oder BTG gewirkt wurde, ziehe stattdessen 2 Karten. So ein Kartendraw mit 1-1. Nicht schlecht. Was ist das hier? Oh, 5 Mana.
Also blau ist nicht meine Farbe, jedenfalls momentan noch nicht. Ich nehme den Greifenrost, mal ein bisschen Lebensverknüpfung. Oh mein Gott, hier. Was bist du für einer? Unzerstörbar. Solange der Himmel schwarz weniger als 5 ist, immer wenn andere Kreatur stirbt, kannst du Teilungspunkte bezahlen, falls du sie eine Karte. Weil eine Kreatur in der Wahl hält. Okay, das ist von Opferdeck ganz gut. Da bist du dann fliegend. Oh nein, das nehmen wir mal. Den Phönix wollte ich auch mal gerne spielen. Wird es weiß und rot? Die Farben, die überhaupt nicht zusammenpassen? Oder? Ich habe kein weiß-rotes Deck, glaube ich. Ja doch, die Kriegerdecks sind ja alle weiß-rot. Was rede ich denn? Oh Gott. Oh, der Schlamm. Kreatur Nikolaus hat ein plus 1 plus 0. Oder gefällt mir auch. Problem ist nur, dass ich halt wahrscheinlich kein zusammenhängendes Deck zusammenbekomme. Dreifarbiges vielleicht. Bisschen grün noch mit rein. Hätte irgendwie Lust auf so ein dreifarbiges Deck. Oh, die sind alle so schnell. Ich bin derjenige, der hier. Farblosen Artefaktenkreaturstein. Artefaktenkreaturstein. Hört sich auch gut an. Oh mein Gott. Ah, hier. Den Gott nehmen wir. Die Göttin, besser gesagt. Nehmen wir auch mit rein. Finde ich gut. Finde ich gut. Unzerstörbar. Also, Farben haben wir uns jetzt schon mal festgelegt. Würde ich sagen. Weiß, grün und rot. Hier, immer wenn du Lebenspunkt dazu hast, lege eine 1-1-Marke auf die Doppelklingen-Paladin. Auf den Doppelklingen-Paladin. Doppelschlag. Oh, der ist auch gut. Lebensverknüpfung noch ein bisschen mit rein. Paladin. Ein bisschen Lebensverknüpfung. Zauberische Fähigkeiten, die dein Gegner regulieren können, nicht bewirken, dass ihr Beherrscherpolitik durchsuchen. Vier. Müll, vier Karten. Ein Mülldeck. Naja. Was bist du denn? Das Mann verfügt am Ziel aber x Schadenspunkte zu. Falls x 5 mehr beträgt, kann dieser nicht neutralisiert werden. Removal, nehmen wir mal. Oh, der Drache. Ah, schwarz. Ja, okay, schwarz nehmen wir jetzt nicht noch mit rein. schade. Und jetzt vielleicht den Drachen? Fliegend. Darakus. Auch oh, vier. Nee, das ist unmöglich bei drei Farben. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Kreaturkodierst erhalten bis zum Ende des Zuges. Ah, das ist ja nur schwarz. Ach, nämlich das halt. Mein Gott. Ah, das wäre zum Opfern ganz gut gewesen. Warte mal. Sengir-Vampir. Oh, fliegend. Stirbt in diesem Schaden. Lege eine 1-1-Marke auf. Den Sengir. Ist ein bisschen teuer. Ja. Deine Gegner können keine Lebenspunkte zuhalten. Ja gut, den habe ich jetzt. Ich glaube aber fast, man kann mit diesen Decks überhaupt nichts verkehrt machen. Spontan oder Hex immer die Kreatur hier. Dann bringt mir das alles gar nichts, weil das sind überhaupt nicht meine Farben. Du kannst aus dem Trampel schalten, bis du zieh eine Karte. Umwandlung. Nimm mal den hier mit Trampel. Oh. Das ist gut. Ein Removal fügt jeder Kreatur drei Schadenspunkte zu. Den nehmen wir. Ja, das Deck wird jetzt dann später mal begutachtet. Da muss ich mir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Finale des Ruhms. Warte mal, was bist du denn? Erzeuge X, weiße Soldatkreatur. Machsamkeit, falls X gleich 10 oder mehr ist, erzeuge 4.
Oh, mit Wachsamkeit. Gut. Also bewegen nach bis zu zwei, aber zwei Weiße, na, das ist halt. Wenn ein Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach bis zu zwei Kreaturenkarten mit irgendwelchen Mannsuchs von 1 oder weniger Düsen auf Vorzeigen und auf der Hand nehmen, versuch's mal. Kannst du nach bis zu zwei Kreaturen mit irgendwelchen von 1? Nein. Ja, ist gut, den habe ich schon öfter mal gespielt. Ich nehme jetzt die weiße, ist mir egal. Die sind so gut, die Karten da. Ja, ist ja auch gut mit der Mana-Erzeugung. Oh, und sie. Ach, ich mag die. Sie ist gut. Fliegen. Wenn der gehörige Scharfrichter ins Spiel kommt, erzeuge 1/1 weißen Geistkreaturenschwein mit Flugfähigkeit. Schicke den Scharfrichter ins Exil. Schicke einen Kreaturenwald ins Exil. Ah. Nicht schlecht. Aber ich brauche ein bisschen Mana hier. Erzeuge einen beliebigen Typ. Sein. Du konntest. Ah, die ist gut. Mana. Ein Engel. Prachtvolle. Achso, den hatten wir vorhin schon. Da kann ich eine Karte. Nee, das ist wieder eine andere Karte. Ich dachte, die hatten wir gerade. Fliegend. Zu Beginn jedes Endzyklus und falls du diesen Zug 5 oder mehr Lebensmittel zu halten ist, erzeuge ein 4 weißen Flugfähig gemacht. Boah, das ist teuer. 3-3, aber fliegend und 3. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oh, ein Artefakt. Der Schrotthalden, Schmarotzer kann nicht blocken. Schicke eine andere Kreaturenkarte. Okay, schwarz. Vergiss es. Schwarz. Oh Gott. Moment. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Auswahl. Enttappt nicht während seines Enttappswings immer, wenn du. Okay. Nicht gut. Also, wenn der Retriever ins Spiel kommt, bestimme eines hier. Retriever, wenn Fliegen ins Spiel kommt, er zu zwei Lebensläufen, wenn du stirbst, jetzt hier eine Karte. Nehmen wir mal. Finde ich ganz nice. Oh, sie ist aber auch gut. Ich habe jetzt nicht so. Dabei eine Karte. Da. Oh Gott, und hat mich voll erschreckt. Verzaubern. Falls wir nur mehrere Stückchen und dann können wir zurück und erzeugen. Doppelt so viele. Erschlag, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung. Oh, die nehme ich mal. Da habe ich Lust drauf mit Lebensverknüpfung. So ein bisschen Mana-Fixing wäre natürlich nicht schlecht. Also da habe ich jetzt Rot und Weiß. Ganz cool. Kommt getappt ins Spiel. Aus deinem Friedhof deine Hand zurück, aktiviere sie Fäden nur während deines Zuges. Lebenspunkte verloren hat. Finde ich eigentlich auch nice, aber ich habe gar kein Schwarz. Aber was mache ich? Ja. Ist hier Mana-Fixing hier? Grün-Rot. Stolz der obere Aufstieg. Das Zug ist fast. Ja, auch ganz nett, aber ich nehme hier lieber für meinen Mana ein bisschen was. Vielleicht auch wieder hier. Oder den grünen, den finde ich eigentlich auch ganz nett hier gegen Fliegende. Mana-Kosten mit 1 durchsuchen. Ja, ich weiß nicht. Was kann sie denn? Ach, ich kann es mir jetzt gar nicht durchlesen. Ich nehme es einfach mal. Weiß. Bist du das zugeschaltet? Nee, finde ich jetzt. Was ist, finde ich gut? Ding 2-1. Oh nein, er kann nicht alleine angreifen, nicht alleine blocken. Ja, das ist gut, das Move. Dann, was nehmen wir noch? Den Spucker vielleicht.
Kommt getappt, Spiel erzeugen, Umwandlung. Mit Umwandlung, auch ganz nett. Ja, so eine kleine Kreatur. Können wir nicht nehmen. Schwarz-Rot. Opfern. Schivanisches Feuer. Fügt er Kritur. Ja, okay. Dann, was haben wir hier? Fliegend. 1, 2. Immer wenn der Himmelsreihe vor Ort angreift, erzeuge einen getappten Angreifenden. Ja, klar, nehmen wir. Habe ich Lust dazu? Hier bringt mir das alles gar nichts. Oh! Ajani! Marke, bringe du deine Wahl mit ungefähr Maske 2 oder weniger aus dem Friedhof Spiel zurück. Okay, gefällt mir. Wenn man so ein Ajani. Oh Gott. Das wird was. Das wird was. Das ist ein Deck. Kunterbunt. Ich habe irgendwie kein System gefunden. Aber na gut. Es soll so sein. Ich nehme jetzt einfach Karten, bei denen ich denke, da habe ich noch keine. Gerade so eine Kreatur mit Lebensverknüpfung. Passt, passt, passt. So eine kleine. Krenko mag ich eigentlich gerne. Das sind alles super Karten. Alles super Karten. Wenn ich jetzt halt grün noch spielen möchte, muss ich vielleicht doch noch ein paar grüne Karten nehmen, aber naja. Was ist das denn hier? Du hältst so viele. Warte, ich tapp sie mal an. Du hältst so viele Lebenspunkte dazu, wie du höchste Stärke und den Kreaturen, die du höchst beträgst. Erzeuge einer 3-3 und der Trampelschaden verursacht für 0. Aber sie ist schon teuer. Was machst du? Ein Spiel zu einem weißen Menschsoldaten. Zuges. Ja, ist schon billig. Soll ich noch so einen teuren Planeswalker nehmen? Ein spontaner Hexreifeste Zeug im roten. Spielstein. Zum Opfern? Das You wäre should surrender now. ja, das sehr gut. Nicht so ein Doppelland. Habe ich Lust dazu, weil die anderen getappt ins Spiel. Wird bis zum Ende des Zuges zu einer Golem-Kreatur. Mana und er wird zu einer Golem-Kreatur. Ja, ich nehme wieder das Doppelland. Ah, die mag ich auch. Aber. Verehrte Feuermagierin, hier erzeuge zu Beginn des Kampfes in deinem Zug Spielstein eine Kopie der ausgerüsteten Kreatur. Ist aus, was erzeuge zu Beginn des Kampfes in dem Zug einen Spielstein, der eine Kopie der ausgerüsteten Kreatur ist. Mir ja, eine Kopie hört sich gut an, den Helm. Nehmen wir mal. Booster Pack 3, also gibt es ja nur 3, ne? Wo sind wir? Hier sind wir. Schauen wir mal. Ein Pferdchen. Schloss Funkenhort. Fliegende Lebensverknüpfung. Nehmen wir. Wir ein paar kleinere Kreaturen haben. Und was machen wir jetzt da noch? Warte mal. Kreaturen haben wir 17. Nehmen wir doch Drache. Schade, ich habe halt nur Kreaturen, die jetzt so reinhauen, aber Eile 2-1. Spiel kommt. Warte, ich markiere mal. Wenn er ins Spiel kommt, kann er eine Wahl mit Stärke gleichen oder gleich der Stärke das diesen Zug nicht blocken. Verewigen. Ja, nehmen wir mal. Hört sich interessant an. Hört sich interessant an. Opfere eine Kreatur, schicke die oberste Karte. Ja, hört sich auch interessant an. Bisschen Opferung. Ja. Ich nehme mal hier Kasus Zorn. Dann den möchte ich jetzt doch mal nehmen. Ja, wenn nicht gerade noch wirkst, bis zum Ende des Zuges.
Ja, müssen wir wohl nehmen, weil uns hier keine andere Wahl bleibt. Erzeuge einen, warte mal. Wenn du einen Goblin. Eieieiei. Sind wir fertig? Sieht so aus, oder? Gute Karten sind es allemal, aber wie die zusammenpassen, frage ich mich jetzt schon. Machen wir wahrscheinlich wieder in der nächsten Folge. Ich schau mal, wie lange ich jetzt für die Auswahl gebraucht habe. Ja. Schon ein wenig lange. Deswegen machen wir in der nächsten Folge weiter. Leute, ich bin gespannt auf unser Draft-Deck. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Also bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Habt noch einen wunderschönen Abend. Ciao.